Noch eine Nohab-GM-Lokomotive nach Ungarn. Mit diesem Bannerspruch und der Lieferung von 20 Nohabs nach Ungarn in den 60er Jahren begann das Nohab-Zeitalter der MAV. Ich wandle den Spruch jetzt mal so ab und sage, wieder 4 neue Nohabs für die Modellbahner. Und damit erstmal herzlich willkommen bei X-Train 24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Ja, was habe ich also für Sie heute vorbereitet? NMJ hatte in der Neuheitenvorstellung für dieses Jahr weitere Varianten der Nohab-Lokomotiven angekündigt. Und 4 davon sind jetzt in der Auslieferung und die habe ich Ihnen mal mitgebracht. Ja, und es gibt noch weitere 3 Nohabs der DI3-Serie in grüner Farbgebung der NSB als Vorankündigung für Juni diesen Jahres. Und last but not least habe ich Ihnen die Nordlichter Nohab mitgebracht, die bereits in der Auslieferung ist. Hier ist die DCC-Variante mit Sound. Und ich weiß, darauf warten schon einige unter Ihnen sehr. So, kommen wir jetzt erstmal zu den neuen Farbvarianten, die in der Auslieferung sind. Es sind 3 Lokomotiven der MAV mit der Loknummer M61015, 015 und 014 und eine Farbvariante der DSB mit der Loknummer MÜ1107. Ups, 2x61015. Es ist kein Versprecher, hier ist der Beweis. Ja. Wie kommt das zustande? 2 Loks mit der gleichen Nummer. Ich kann Sie beruhigen, es ist ein und dieselbe Lok. Einmal zeigt es die Lok im Auslieferungszustand von 1963 und die zweite Farbvariante in Orange, die hat sie Mitte der 80er Jahre verpasst bekommen. Und die trug sie immerhin bis zu ihrer Verschrottung im Jahre 1994 mit 30 Dienstjahren auf dem Buckel. Die dänische MÜ1107 gesellt sich zu den bereits anderen MÜs der Dänen in der auffällig schwarz-roten Farbgebung. Mit einem kleinen Unterschied, sie ist die einzige Maschine mit einer roten Pufferbohle. Jetzt komme ich kurz zu den angekündigten grünen norwegischen Nohab-Neuheiten für dieses Jahr. Und zwar ist es die NSB DI3 603, die NSB 608 mit den großen Fensterschutzgittern und die 617 mit Schutzgitter und vorgebautem Schneepflug. Ha, was für ein kraftstrotzender Anblick. Wir sind da mal sehr auf die Modelle gespannt. So, und jetzt zur Nordlichter-Lok, liebe Freunde. Leider hatten wir sie ja zur Vorstellung von FinMU nicht im Studio zeigen können, weil die DHL etwas länger gebraucht hat. Aber mittlerweile ist sie ja nun da und auch in der Auslieferung. Und heute habe ich die Freude, Ihnen, liebe Freunde, die DCC-Variante zu zeigen. Zur Einstimmung erstmal ein paar Fahrszenen mit einem Fotogüterzug gedreht in Oebisfelde und Umgebung.
kann sich nicht genug satt sehen. Ja, wie kam es denn eigentlich zu so einer außergewöhnlichen Farbgebung dieser Maschine? Ja, am Anfang steht eigentlich immer die Idee. Und die hatte Heinz Reich, der Deutschlandchef von NMJ. Er wollte unbedingt eine NMJ-Werbelok haben, mit skandinavischen Motiven versehen. Ja, und mit dieser Idee rannte er bei André Regenspuriger, dem damaligen zweiten Vorsitzenden der NOHAB GM-Gruppe Deutschland e.V., offene Türen ein. Er machte sich also sofort an die Arbeit und entwickelte eben dieses wunderschöne Design. Der Rest der Geschichte ist einfach ganz schnell erzählt. Finn Mu war begeistert, zögerte keine Sekunde, um sein Okay zur Umsetzung dieses Projektes zu geben. Ja, und für Michael Frick, dem Chef der Altbergrehl, stand nicht die Frage, ob er seine L55 in diesem Design lackieren lässt, sondern wie schnell er sie der Öffentlichkeit präsentieren kann. Soweit also die kurze Story zu dieser Lok. Und hier steht sie nun als Modell, die MÜ L55 oder auch Nordlichterlok genannt. Präsentieren möchte ich Ihnen heute einige ausgewählte Digitalfunktionen, denn diese Maschine gibt es ja auch als DCC-Variante. Insgesamt sind 20 digitale Funktionen abrufbar. Ausgerüstet ist die Lok mit einem ESO LokSound 5.0 in einer Spezialausführung für NMJ. Und bei dieser Lok ist übrigens das Signalhorn abweichend von den anderen NOHABs mit dem typischen Klang der für die L55 versehen. Bespielt ist der Decoder mit einem neuen Stereo-Sound. So, und jetzt ein paar ausgewählte Funktionen für Sie. Mit F0 schalten wir das Licht ein und aus und es geht fahrtrichtungsabhängig. F1, der Sound. F2 und 3, Horn kurz und lang. F4, die MÜ Kfz-Hupe. F7, Lüfter an, aus. F13, das Kupplungsgeräusch. Und mit F17 oder 18 schalten Sie die Führerstandsbeleuchtung ein oder aus. Und auch Sie, liebe AC-Fahrer, müssen nicht auf einen NOHAB von NMJ verzichten. Denn für Sie gibt es ja ein Umrüstkit mit Schleifer und Rädersatz, damit Sie schneller und unkompliziert Ihre Lok umrüsten können. So, und jetzt muss unsere Nordlichterlok mal arbeiten. Auf unsere Anlage.
Und da schauen wir ihr dabei einfach mal zu. Soweit meine Präsentation zu den neuen NoHubs von NMJ für heute. Und damit bin ich auch am Ende meiner Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spielspaß mit einer oder der NoHub Ihres Herzens von NMJ. Und wenn Sie keine Neuheiten mehr von Xtrain24 verpassen wollen, empfehle ich Ihnen, unseren kostenlosen Newsletter zu bestellen. Apropos nicht verpassen. Über ein Abo sowie ein Like für unseren Kanal würden wir uns natürlich ebenfalls sehr freuen. Und perfekt wird es für uns und für Sie, wenn Sie zusätzlich das kleine Glöckchen aktivieren, denn dann sitzen Sie bei uns immer in der ersten Reihe und verpassen garantiert keine Sendung mehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.